Wenn wir irgendwas modellieren wollen, dann bedeutet das in letzter Konsequenz immer, wir wollen eine Funktion darstellen. Weil ein Modell ist immer irgendeine Formel, die Formel der fraktionierten Kristallisation, des Batch-Meltings oder sonst irgendwas. Und die plotten wir diese Formel. Das heißt, wir müssen mal wissen, wie man eigentlich Formeln plottet. Und das will ich hier mal zeigen. Als erstes brauchen wir hier ein weiteres Package. Sehr bekanntes, weit verbreitetes, das heißt Num für Numbers und dann Py für Python. Und das wird immer als NP importiert. Dann führe ich das Ganze mal aus. Und NP hat jetzt jede Menge mathematische Fähigkeiten, auf die ich hier nicht annähernd eingehe. Selbstverständlich, aber wenn man das braucht, dann kann man das in der entsprechenden Dokumentation nachgucken. Was NumPy zum Beispiel macht, ist, wir können es hingehen, können sagen NumPy und dann machen wir einen Sinus von 8 und dann kriegen wir es hier in Radians, nicht in Grad, das müsste man dann umrechnen, aber solche Sachen gibt es dann. Sinus gibt es standardmäßig nicht in Python oder Logarithmus. Oder man kann auch hingehen und kann eine Hochzahl machen, also eine Potenz. Wir schreiben Power, dann hat man 8,3 beispielsweise, das ist dann 8 hoch 3, dann 512, das wäre das gleiche wie 8, 8. Und das gibt es ja, diese einfach, ganz einfachen Sachen gibt es ja in Python, kommt natürlich auch 512 raus, also bei 2 wird es was anderes rauskommen. Es gibt auch Divide, ja, dann wird einfach geteilt. Das kann manchmal ganz praktisch sein, man kann ja noch ein paar weitere Argumente eingeben, wie das dann irgendwelche Bedienungen oder sonst irgendwas. So, und dann gibt es noch etwas anderes in NumPy und das brauchen wir jetzt zum Plotten. Das nennt sich Linear Space, also Lin Space. Space. Und dann gebe ich ein, beispielsweise von 0 bis 10 und dann führe ich das aus. Und dann kriege ich hier so ein Array in NumPy, das nennt sich immer alles Arrays. NumPy arbeitet immer mit Arrays und da kann man viel Matrix-Operationen machen und so weiter. So, und jetzt werden hier Zahlen ausgegeben. Das ist so ein bisschen ähnlich wie Range im Grunde genommen. Hier werden jetzt Zahlen ausgegeben zwischen 0 und 10, und zwar 50 Stück. Und ich könnte auch mehr ausgeben, dann müsste ich, oder weniger, dann müsste ich es definieren, zum Beispiel 9. So, dann wird das Ganze schon ein bisschen vertrauter. Man muss immer daran denken, dass die 0 als Zahl mitgezählt wird. Oder 20 oder 200 und so weiter. Wie gesagt, das funktioniert im Grunde wie Range. Tatsächlich könnte man etwas Ähnliches auch machen mit einem NumPy-Range-Befehl, der heißt dann A-Range, aber das, auch hier, es gibt mehrere Wege, die zur Lösung führen. Beim Plotten hat man immer x-Werte und das hier sind die x-Werte. Deshalb schreibt man hier mal hin, x ist gleich. Und dann brauchen wir die y-Werte. Und y ist jetzt beispielsweise NumPy Sinus von x. Es wird also von jedem dieser x-Werte wird der Sinus ausgerechnet. Und dann können wir das darstellen mit Plot. Und zwar jetzt brauchen wir auch Plot, nicht Scatter, weil das jetzt wirklich ein Plot, eine Funktion. Und dann schreiben wir in x, y. Und dann kriegen wir hier diese Sinusfunktion raus. Und jetzt mag die vielleicht ein bisschen eckig aussehen, wenn wir da genau hingucken. Und das kommt daher, dass man eben 50 x-Werte hat. Also es wird wirklich, bei jedem dieser x-Werte wird jetzt ein y-Wert geplottet und dann wird das Ganze zu einer Linie verbunden. Wenn ich das ein bisschen glatter haben will, könnte ich auch hingehen und sagen, ich will nicht 50, sondern 100. Und dann wird das Ganze schon glatter. Ne? Man sieht auch, wenn man jetzt weniger eingibt, mal nur 10, dann wird es halt richtig eckig. Das sind immer genau die Punkte, für die der y-Wert ausgerechnet wird. Ich kann natürlich jetzt auch hingehen, ganz viele Nullen machen, um es super glatt zu haben. Es geht auch, aber je mehr ich mache, irgendwann wird das Rechnen immer langsamer und da muss man eben überlegen, was man wirklich braucht und was vielleicht sinnvoll ist. Und meistens reichen eben so was wie 50 Werte, zumindest um mal zu sehen, was Sache ist. Hier würde ich jetzt natürlich bei einer schönen Sinusfunktion auch eher vielleicht, dass ich 200 oder 2000. 200 oder sowas nehmen. Und jetzt kann man hier weiter plotten. Wenn es jetzt y1 wäre, dann kann man hingehen und sagen, y2 ist gleich NumPy log von x und dann vielleicht noch ein y3 ist gleich NumPy power x hoch mal 0,6, damit es nicht so abhaut. Dann ist es eine Wurzelfunktion in dem Fall und dann muss ich hier natürlich y1 hinschreiben und als zweiten Plot y2 und als dritten Plot y3 und dann habe ich die hier alle da. Und dann bekommt man hier so eine Warnung
weil hier etwas durch 0 geteilt wird. Und das macht dann natürlich auch Sinn, diese Warnung, dass man die hat, weil es durch 0 geteilt wird. Es kann aber auch sein, dass einen die Warnung nervt. Was man dann machen kann, dann kann man hier oben was weiteres importieren, nämlich das Package Warnings. Und dann kann ich hier beispielsweise drunter schreiben Warnings. Filter Warnings heißt ein Befehl, dann schreibt man hin Ignore, dann führe ich das aus und dann kommt es nicht mehr. Falls eine stört und wenn man das letzte Zeile auch noch wegbekommen will, dann hat man wieder Show und dann funktioniert das hier. Und man kann auch hier oben eine andere machen, nämlich eine das gleiche, bloß nicht Ignore, sondern hinschreiben hier hinten als Action gleich Once. Und was dann passiert ist, dann kann man sich aussuchen, welche man nehmen möchte. Und jetzt bekomme ich die Fehlermeldung einmal, aber danach dann nicht mehr. Also wenn ich das nochmal, wenn ich es nochmal ausführe natürlich, aber angenommen, ich hätte hier irgendeine Interact oder so, also wird es nur einmal kommen. Aber ich mache mal gerade das hier, dass es nicht mehr kommt. So. Wenn ich jetzt ein Modell machen will, dann ist das ja meistens etwas Kompliziertes, nicht nur irgendwie eine Sinusfunktion oder sonst irgendwas. Sondern man hat da vielleicht eine ganze Reihe Anweisungen von Befehlen, die da zu diesem Modell dazugehören. Wenn man MSWD ausrechnet bei einer Isochrone, ist das beispielsweise der Fall. Und dann benutzt man macht man das Ganze mit einem Befehl. Also macht man einen Befehl rein, hat hier ein komplexes Modell und hat dann hier sowas wie beispielsweise A, B, C, als mal drei Parameter, machen wir es einfach mal einfach so. Und dann nehme ich mal hier dieses Linspace in das Modell mit rein und jetzt mache ich das Y. Und das Y wird dann etwas komplizierter. Oder ich kann auch hingehen, kann sagen, hat vielleicht noch eine weitere Variable H und die setzt sich zusammen aus A mal 9 durch 5 minus b. Und dann hat man y ist gleich h mal Sinus, 3 mal x. Und das x will, das muss natürlich ein Numpy sein, hier das Sinus. Und das x soll auch noch sein als Power x hoch 1,2 minus c. Mal NumPy log x zum Beispiel. So. Und das Ganze wird dann geplottet. Plot x y. Und das ist der Return hier. Beziehungsweise Return ist dann bei der Show. Und dann, das habe ich einmal ausgeführt, das reicht. Jetzt kann ich das hier benutzen. Complex Model, beziehungsweise ich kann das Ganze gleich als Interact machen. Interact Complex Model, und dann habe ich A ist gleich von 0 bis 5, B ist gleich von 2 bis 7 in Schritten von 2. Und da fehlt die Klammer. Und C ist gleich von 1 bis 5 in Schritten von 1. Wie sieht es aus? Funktioniert es hoffentlich und das ist dann das Modell, das rauskommt. Das heißt, hier werden jetzt die A-Werte, A, B und C-Werte und sowas hier eingesetzt. Und dann kann ich die auch entsprechend hier ändern auf diesen Slidern. Und entsprechend verändert sich dann das Modell. Ja, was auch immer auf den Achsen wäre, vielleicht wäre das irgendwie ein Aufschmelzgrad beispielsweise und hier eine Konzentration oder spielt keine Rolle. Und so kann ich das Ganze verändern und kann mir hier dann das Modell anschauen. Und hier und auf diese Weise kann man mit NumPy oder NumPy, mit NumPy und so weiter Funktionen bzw. auch komplexe Modelle plotten.